Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die Pam-Box an, ne? Von Juni und Juli müsste die sein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pam-Box wird bei About Food angeboten, was ehemals Foodist ist. Die kostet ab 26,90 Euro pro Box, erscheint alle 2 Monate. Drin enthalten sind 6 bis 8 Food- und Backprodukte sowie ein Non-Food-Produkt. Und Pam ist Pamela Reif. Das ist diese extrem schöne Fitness-Influencerin. Und die hat halt genauso wie Sarah Harrison eine Kooperationsbox mit About Food. Und die erscheint dann halt auch regulär immer wieder. Also regulär, regelmäßig. Ne? Ja, ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und die Box fühlt sich erschreckend leicht an. Schauen wir einfach mal, was wir hier jetzt drin finden werden. Only for you steht hier drauf, auf dem Klebi. Und hier sehen wir die halt auch, ne? Ja, das ist... Es ist recht leer hier so. Aber wir gucken gleich einfach mal, ne, Leute? Hier haben wir dann auch schon das Heftchen, wo die wunderschöne Pamela Reif drauf abgebildet ist. Und dann würde ich mal schauen, was die Lady sich beim Boxenpacken gedacht hat bei der Auswahl der Produkte. Hallo, liebe Naschkatze. Ich hoffe, dieser Brief findet dich in deiner besten bester Sommerlaune. Oh ja. Denn ich habe dir hier wieder etwas Leckeres geschickt, um deinen Juni nochmal besser zu machen. In dieser Box findest du hoffentlich, was dein Herz begehrt, beziehungsweise was es noch gar nicht wusste, dass es begehren wird. Sowas finde ich immer sehr sympathisch, das finde ich gut. Außerdem habe ich mal geschaut, was ich dir 2022 im Juni-Booklet erzählt habe. Zitat, ich mag es in meiner Story ja noch nicht sagen, aber mein Ibiza-Haus könnte klappen. Wenn ich dran denke, könnte ich glatt heulen. Zitat Ende. Wie cool, oder? Was sich in einem Jahr alles ändern kann, wenn du die Box in den Händen hältst, werde ich in diesem besagten Haus sitzen und die gleichen Sachen wie du essen. Also, was erwartet uns diesen Monat? Ein leckerer Energieriegel mit Erdnüssen und Himbeeren. Buchweizentee, der nach Haferkeks schmeckt. Oh Gott, liebe ihn. Eine Currywurstpaste für schnelles Aufpeppen. Deiner Kochkünste. Salz mit Pep, Chili und Pfeffer und ohne Mikroplastik. Ein Aloe Vera Serum, um deine Haut nach einem sonnigen Tag zu pflegen. Hört sich gut an. Nachhaltigerer Küchenreiniger für den verspäteten Frühjahrsputz. Putzmittel, okay. Viel Freude mit allem. Markiert About Food und mich am besten, bla bla bla, in euren Stories. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und sie hat halt, oder hier sind zu den Sachen halt auch immer so Sachen geschrieben. Dann müssen wir gleich mal schauen. Dann haben wir hier auch noch ein Rezept mit dabei, was ich auch schön finde, weil man da meistens halt auch irgendwie das, was in der Box drin ist, teilweise mit verwursten kann. Yo! Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Ich glaube, das ist das, oder ein Teil des Putzmittels, ist das Everdrop. Yo. Ich weiß nicht, ob sie mit Everdrop auch zusammenarbeitet, aber ne, es passt dann auf jeden Fall. Hier steht Küche drauf, was dann zur Box passt. Also dementsprechend, okay, lasse ich das durchgehen, das passt halt irgendwie. Ich denke, dass wir hier auch irgendwo noch diese Spültabs oder sowas haben. Und nicht nur das hier. Aber deswegen, ich stelle das mal eben kurz zur Seite. Dann nehme ich hier raus Backtee, Buchweizentee pur, Tee mit Vorteilen. Und das soll dann nach Haferkeksen schmecken. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Also ich mag es ehrlich gesagt nicht so gerne. Eigentlich, wenn Tee nach Kuchen oder sowas schmeckt. Oder nach Keksen halt, ne? Aufgrund seines Geschmacks verleiht der Buchweizentee ein Sättigungsgefühl ganz ohne Zusätze. Das will ich gar nicht machen, nee. Das wird auch weiter wandern, weil das, nee. Also ich möchte nicht abnehmen. Ich will das nicht. Und ich bin da leider auch ein bisschen vorgeschädigt und so, ne. Und dementsprechend will ich gar nicht erst zu sowas verführt werden. Deswegen wird das direkt weiter wandern. Dann habe ich hier die von Escoffier Bio-Curry-Würzpaste für Suppen, Soßen, Fleischgerichte und vieles mehr. Leider, mein Freund und ich sind nicht so die Curry-Begeisterten, ist das auch nichts für uns. Das wird auch weiter wandern. Das ist vegan, ohne Zusatzstoffe, ohne Palmfett, was total sympathisch ist. Bio-Siegel ist hier auch noch mit drauf, ne? 55 Gramm, aber halt nichts, was wir so in unserer generellen Kochroutine drin hätten. Dann habe ich hier drin enthalten, da gehört dieses Ding wahrscheinlich zu, kühles Köpfchen mit ein Bio-Aloe-Vera-Serum, zertifizierte Biokosmetik, 99,6% Aloe-Vera-Anteil, der perfekte vegane Allrounder für deine Haut, nach dem Sonnenbaden, nach der Rasur,
Bei juckender oder trockener Haut ohne Verdickungsmittel, Duft- und Farbstoffe, Parabene oder Silikone. Eine mandelgroße Portion entnehmen und auftragen. Da bin ich immer gespannt. Das kann man sich dann 50 Milliliter, ne, wahrscheinlich auch vom Kopf bis Fuß auftragen. So Aloe Vera Produkte sind echt super, ne? Wobei, wenn das ein Serum ist, dann ist es eher fürs Gesicht gedacht, ne? Kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn du so im Nacken oder so ein bisschen gerötete Haut hast oder auf den Fußsohlen, ne? Ich mache ja gerne so eine Zweckentfremdung. Hört sich nicht verkehrt an. So, dann habe ich hier Concha Chili and Black Pepper Salt. Das finde ich irgendwie cool. Chili and Black Pepper, also das ist halt wirklich so schwarzer Pfeffer und Chili, also so schärferes Salz. Spring Salt, free from marine pollutions, organic chili and organic black pepper. Hört sich wirklich gut an. 150 Gramm sind hier drin enthalten. Die Verpackung sieht extrem schön aus, wird aber bei uns definitiv umgefüllt. Das wird in Einsatz genommen, denn manchmal mag man es auch ganz gerne, wenn es ein bisschen schärfer ist, ne? Das kurbelt auch den Kreislauf manchmal so ein bisschen an. Ist ganz cool. So, dann habe ich ein Riegel hier drin. Squirrel Sisters, Erdnuss, Himbeer, natürlicher Proteinriegel mal zwei, sowas mag ich gerne. Wir haben keinen Zucker zugesetzt, auf pflanzlicher Basis und glutenfrei. Finde ich schön, von Sophie und Gracie. Ja, werde ich auf jeden Fall mal snacken, das stelle ich mir dann ganz gerne so an meinen Schneidetisch, ne? Dass wenn man dann einfach mal irgendwie keine Zeit hat, um sich irgendwie was Großes zu essen, dass man das einfach mal zwischendurch sich snacken kann. Jetzt bitte ich doch hier unten, ich wollte schon sagen. Hier haben wir nämlich den Küchenreiniger in Pulver auch noch, Powerpulver. Und dann kannst du dir deinen Küchenreiniger selber anmischen. Das finde ich cool. Das ist halt auch nachhaltig, 25 Gramm sind hier drin enthalten. Man hätte auch einfach eine leere Reinigerflasche von zu Hause aus nehmen können. Ne? Da brauchst du nicht extra jetzt eine neue nehmen. Aber ich finde es gut, dass es hier mit drin ist, damit man halt einfach denjenigen, die sowas noch gar nicht irgendwie gemacht haben, einfach auch ein Werkzeug mit an die Hand gibt. Power gegen Fett und hartnäckigen Schmutz. Also bei Everdrop oder generell diesen selbst anzumischenden Produkten, muss ich sagen, die reinigen alle gut und funktionieren auch wirklich gut. Du machst damit halt jetzt nicht irgendwie extreme Verschmutzung weg oder so. Also im Bad brauche ich ab und an mal nochmal die Chemiekeule, es ist halt einfach so. Aber ansonsten ist das einfach auch eine ganz tolle Alternative. Bergamotte Limette Duft, auch das passt natürlich, ne? Das finde ich wirklich schön. Also das ist ein Produkt, wo man erst so ein bisschen die Stirn runzelt und sich denkt, passt das überhaupt zur Box? Wenn man aber bedenkt, wir haben hier überwiegend Food-Produkte drin und da halt ein Non-Food-Produkt und es ist Pamela Reif, dann macht das auf jeden Fall Sinn, ne? So, dann schaue ich nochmal schnell durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Nö, nicht. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen wenig, ne? Also wenige Produkte, aber ich glaube, dass dieses Aloe Vera dann vielleicht einen ganz ordentlichen Wert hat, sodass das Ganze halt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch ganz gut funktioniert. Ja, ansonsten sind es solide Produkte. Es ist jedes Mal das Gleiche, dass ich mich frage, lohnt sich das Zeug jetzt einfach mal für 30 Euro quasi? Ich weiß ja nicht. Also manchmal ja, manchmal nein und ach, mit ganz viel ein Auge zudrücken oder noch beide Augen zudrücken, ja. Naja, ich stelle es einfach weiter vor. Irgendwie sind da immer Sachen dabei, die mir gefallen. Und ja, ihr seht aber dann einfach, was drin ist und könnt euch selber entscheiden, ob ihr die Box abonnieren möchtet oder nicht. Falls ihr das tun möchtet, könnt ihr das gerne über meinen Freunde-Werben-Freunde-Code in der Infobox machen. Dann kriegst du nämlich, ich glaube, 10 Euro Rabatt und ich kriege 10 Euro Guthaben oder sowas. Oder 5 Euro, irgendwas ist da auf jeden Fall. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, ne? So, das wäre es hier von mir gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!